Hier ist Spiel ohne Grenzen 1970 in Berlin. Auf dem großen Platz vor der Kongresshalle, liebe Fernsehzuschauer, stellen wir nun die Mannschaften aus 7 europäischen Ländern vor. Für Belgien Woluwe Saint-Lambert und für die Schweiz Wittenau. Saint-Malo für Frankreich, Great Yarmouth für Großbritannien, Ancona für Italien, Alphen für Holland und Gelnhausen für Deutschland. Und nun einen schönen guten Abend, liebe Fernsehzuschauer zu Hause. Hier auf dem Platz vor der Kongresshalle in Berlin werden wir Ihnen mit unseren Spielen Berliner Spezialitäten servieren. Und wir hoffen, dass Sie nach der Sendung mit uns sagen können, Berlin ist eine Reise wert. Und nun, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen wie immer die Sprecher unseres internationalen 14-köpfigen Schiedsrichterkollegiums vorstellen. Guido Pancaldi. Ciao Camillo, bonsoir. Guten Abend. Und Gennaro Olivieri. Buonasera. Guten Abend. Und nun, meine Damen und Herren, darf ich gleich zum Spielplatz des ersten Spieles kommen und an Tim Elstner übergeben. Ja, guten Abend, liebe Berliner. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer. Wir stehen hier am Spielort des ersten Spieles. Und ich möchte Ihnen dazu sagen, dass wir in den vergangenen Tagen so viel Gastlichkeit erlebt haben hier in Berlin, dass wir auch mit Gastfreundschaft beginnen wollen. Wir möchten Sie alle zu einem kleinen Umtrunk einladen zu Hause. Und dafür muss erstmal Bier transportiert werden. Neben mir stehen typische Berliner Bierkutscher. Und unsere Berliner Bierkutscher im ersten Spiel kommen aus der Schweiz. Das Spiel wird in 6 Durchgängen gespielt. Und es heißt so viel wie einer gegen alle, nämlich eine Mannschaft gegen all die anderen. Unsere Gäste hier aus der Schweiz sind aus Wittenau und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich unsere Schweizer Fernsehteilnehmer begrüßen und ich hoffe, wir können vielleicht einen Grüezi zu euch nach Hause schicken, ja? Grüezi miteinander! Grüezi! Grüezi miteinander, also liebe Schweizer Zuschauer. Ja, und ich sehe gerade, dass in diesem ersten Spiel gleich ein Joker gesetzt wird. Das ist der Mannschaftsführer der niederländischen Mannschaft. Er setzt einen Joker. Das bedeutet so viel, dass er Punktverdoppelung bekommt. Seine Punkte werden also auf jeden Fall verdoppelt. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Wir wollen also in diesem Spiel ganz besonders auf die Mannschaft aus den Niederlanden achten. So, ihr seid fertig. Können wir gleich losstarten, ja? Das geht jetzt folgendermaßen. Ich gehe zu Guido Pancaldi. Und die erste Runde wird freigegeben im ersten Spiel. Das Bier wird transportiert. Ja. Achtung, 3, 2, 1. Der erste Gang ging ausgezeichnet. Und wie Sie ganz bestimmt sehen können, wird unseren Bierkutschern im wahrsten Sinne des Wortes der Boden unter den Füßen weggezogen. Bisher sind alle Fässer im Ziel gelandet. Der erste Sturz, aber das Fass ist gültig. 45 Sekunden dauert dieses Spiel. Wie sieht es mit der Zeit aus? Noch 8 Sekunden. Achtung, die Zeit. Und der Schlusspfiff. Die ersten 45 Sekunden, der erste Durchgang also für die Schweizer Mannschaft. Also für die Schweizer Mannschaft 14 Fässer. Für die Zwischenwertung, Camilo, 14 Fässer, 14 für die Schweiz. Schon geschrieben, Dankeschön. Wir haben das Zwischenergebnis also notiert und kommen jetzt zum zweiten Durchgang. Diesmal ist die Mannschaft aus Gelnhausen dabei. Sie sehen also sehr kräftige, starke Bierkutscher. Und die Schlachtenbummler aus Gelnhausen und die Berliner feuern natürlich unsere deutsche Mannschaft an, lautstark. Das kann man sich gut vorstellen. Alle drei sind übrigens hessische Meister im Zehnkampf, wenn ich recht bin. Nicht? Also nicht im Fässerstemmen. Gut, also wir drücken die Daumen jetzt für Gelnhausen. Konzentration für den Startpfiff. Achtung!
Wie bitte? Da ist irgendwas Wichtiges passiert. Wenn wir gewinnen, spendier mir einen ganzen Kasten Bier. Na, das ist doch ausgezeichnet. Ein Kasten Bier für ganz Berlin. Wir haben also ganz lange zu trinken nachher noch. So, also, Achtung, bitte Achtung, Ruhe. 3, 2, 1. Bisher läuft das ausgezeichnet für Gelnhausen. 14 Fässer stehen aus dem ersten Durchgang zu schlagen. Vielleicht schaffen sie etwas mehr. Und die Berliner werden jetzt ein bisschen anfeuern hier noch. Wie lange noch die Zwischenzeit? 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Achtung, Achtung, die Zeit. Und der Schlusspfiff. Also für Deutschland 15 Fässer. Ein Fass mehr, 15 Fässer, Camilo, für Gelnhausen. Eins mehr also als die Schweiz. Und weiter geht's. Jetzt also der dritte Durchgang. Im dritten Durchgang die Mannschaft aus Großbritannien. Wir pfeifen gleich an, Guido. Achtung. Achtung. Are you ready? Achtung. 3, 2, 1. Und 45 Sekunden für Großbritannien. Das ist natürlich Pech, wenn das gleich so anfängt, dass nur ein Fass in die Wertung kommt. So langsam wird unser Teppichboden hier zum diplomatischen Parkett, auf dem man sehr leicht ausrutschen kann. Zwischenzeit. Noch 10 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Ja, das ist gar nicht mehr einzuholen. Achtung, die Zeit. Und Schlusspfiff. Also für Großbritannien 9 Fässer. 9 Fässer für die Mannschaft aus Großbritannien. Nur 9 in diesem Fall für Großbritannien, also vorläufig am dritten Platz. Tja, es hat also nur zu 9 Fässern gereicht. Ich glaube, wenn es einen Schönheitspreis gäbe für denjenigen, der am besten fallen kann, dann müssten wir ihn hier vergeben. Und nun die Mannschaft aus Belgien. Achtung, 3, 2, 1. Erste Runde hat gut geklappt. Zwischenzeit? Noch 17 Sekunden. 17 Sekunden noch? 15 Sekunden. Achtung, die Zeit. Und der Schlusspfiff. Also für Belgien 13 Fässer. 13 Fässer für Belgien. 13 Fässer also für Belgien und damit am dritten Platz unter den Vieren in Führung, aber weiterhin Deutschland. Jetzt haben wir hier mal so einen Fass hier hergestellt. Ich möchte Ihnen das gerne mal zeigen. Das ist also aus Schaumgummi und verhältnismäßig einfach. Wer fällt, kann sich da also schön abstützen bei. Wir haben jetzt Italien, Ancona, die Mannschaft aus Ancona. Achtung. Also Italien, 3, 2, 1. Es kommt natürlich darauf an, dass die Spieler, die an den Matten stehen, möglichst gleichmäßig ziehen. Das sind richtige 7-Meilen-Schritte, die die Anconeser hier machen, um gut über die Runden zu kommen. Bisher ist jedes Fass in die Wertung gekommen. Das könnte ein neuer Rekord werden. Zwischenzeit? Noch 15 Sekunden. Noch 15 Sekunden noch. Achtung, die Zeit.
Moment, Schlusspfiff. Also für Italien 11 Fässer. Tja, es ist also doch nicht so gut geworden, wie wir annahmen. 11 Fässer für Italien. 11 Fässer, wir haben richtig verstanden. Und damit vorletzter Platz für Italien vorläufig. Tja, und jetzt ist also die Mannschaft dran, die den Joker gesetzt hat. Der Spielführer der niederländischen Mannschaft ist sich ganz sicher, dass seine Mannschaft hier viele Punkte holen wird. Wir wollen den Niederländern die Daumen drücken, dass sie ihren Joker nicht umsonst gesetzt haben. Achtung bitte. Also Achtung, 3, 2, 1. Wenn ein Fass bei der Ablage von diesem Wagen herunterfällt, dann kommt es nicht in die Wertung. 7 sind es bisher und die Zwischenzeit? Noch 15 Sekunden. Noch 15 Sekunden. 10 Fässer sind es und noch 12 Sekunden. Achtung, die Zeit. Wenn Sie noch eine Tour schaffen, dann klappt es, aber nein. Da kam der Schlusspfiff und es waren leider nur 13. 13 Fässer. Ja, liebe Fernsehzuschauer, vielleicht klingt es hier manchmal ein bisschen so, als würden wir über den Platz schreien. Das ist ja auch kein Wunder, wenn man hier gegen das Publikum ansprechen muss. Bitte haben Sie Verständnis dafür. Und vor allen Dingen bei der Anzeigentafel wollen wir auch immer ganz genau die Ergebnisse festhalten können. Jetzt kommen wir zur Punkteverteilung. Ganz klar und als große Überraschung, Gelnhausen Erste im ersten Spiel. Deutschland 6 Punkte. Das heißt also 6 Punkte für Deutschland. 5 für die Schweiz. 5 Punkte für die Schweizer Mannschaft. 4 für Belgien. Für Belgien 4 Punkte. Und 2x4 für Niederlande. 8 Punkte mit dem Joker. Ja, also die 8 Punkte Punktverdoppelung durch den Joker. 8 Punkte also für die Niederlande. 2 Punkte für Italien. 2 Punkte für Italien. Und einen Punkt für Großbritannien. Und leider nur ein Punkt für die Mannschaft aus Großbritannien. Ich glaube, für unsere Mannschaft aus Gelnhausen ein wirklich guter Beginn. Wir dürfen Ihnen jetzt eine Tafel zeigen, auf der Sie nach den Spielen dann immer wieder die Ergebnisse vergleichen können und die Reihenfolge. Und ich gebe nun weiter zum Zwischenspiel und an Camillo Felgen. Ja, das Zwischenspiel, meine Damen und Herren, wissen Sie, findet statt, weil es eine ungleiche Anzahl von Ländern ist, die teilnehmen. Hier sollen nun die Kandidaten diese Rutschbahn runterrutschen, 4 an der Zahl in Spezialhosen mit Wassereimern und hier an dieser Figur ihre Wassereimer in diesen offenen Mund entleeren. Das Wasser kommt dann durch den Hals natürlich, wie beim Menschen, in den Bauch und dann wird der Hals etwas länger werden. Und an diesem Hals werden wir hier auf einem Maß ablesen können, wie viel die Kandidaten nun bei ihrer Rutschpartie hereingebracht haben. Beim ersten Spiel, da fehlte die Mannschaft aus Frankreich, aus Saint-Malo. Und die soll nun an den Start, als erstes an den Start gehen. Und zwar für 1 Minute und 30 Sekunden, die dieses Spiel dauern wird. Ja. Gennaro, bitte den Start. Attention, 3, 2, 1. Der erste Eimer, noch nicht viel Wirkung. Für unsere deutschen Fernsehfreunde möchte ich sagen, dass Saint-Malo die Korsarenstadt an der Smaragdküste in der Bretagne ist. Heute noch eine Festung mit einer berühmten geschichtlichen Vergangenheit. Allez, la France, singt man. Wir haben also auch viele Schlachtenbummler, die ihre französischen Freunde unterstützen. Noch 30 Sekunden. 30 Sekunden noch, 30 Sekunden. Sie sehen, die Eimer haben 6 Löcher. Sie verlieren also unterwegs Wasser. Unsere Rutscher müssen sich also beeilen, wenn sie hier unten sind, möglichst schnell zur Figur zu kommen, damit sie nicht zu viel Wasser verlieren.
Ganz schöne Rutschpartie. Achtung, Achtung. Zeit. Der Nächste hat es also nicht mehr geschafft. Für die Farbfernseher sind wir also hier an der grünen Markierung. Und jetzt wird das Maß genommen. 120 mm ganz genau. 120 mm hat die Mannschaft aus Saint-Malo also bei uns hier eingebracht. Ja, 120 Saint-Malo. 120 ganz genau. So, und nun, liebe Freunde, wollen wir zum Wasserbecken gehen. Tim Elstner ist Landratte, ich bin Wasserratte, eine Art Süßwassermatrose. Nun, hier kommen wir zu einer echten Berliner Figur, dem Berliner Polizisten, so um die Jahrhundertwende. Die Berliner werden ihn kaum wiedererkennen. Mit Pickelhaube bewaffnet soll er nun hier über diese Wassertrampoline springen und diese Luftballons zum Platzen bringen, zerstören. Wir haben von links nach rechts die Mannschaften von Deutschland, Holland und von Italien. Und zwar soll dieses Spiel 1 Minute und 30 Sekunden höchstens dauern. Es heißt, in dieser Zeit also möglichst alle Ballons zu zerstören. Ja. Bitte. Achtung. 3, 2, 1. Deutschland und Italien je einmal erfolgreich. Also dann hüpft man schön. Italien zweimal. Und jetzt auch Holland. Deutschland zweimal. 2-2 also. Dreimal für Italien. Und dreimal für Deutschland. Viermal Italien. Und viermal für Deutschland. Und fünfmal für Deutschland. Fünfmal für Italien. Holland hinkt nach. Gleichzeitig 6-mal für beide. 7-mal, jetzt für Deutschland. Aber Holland schließt auf. Es fällt noch ein. Am vorletzten bleibt er hängen. Ja, aber es fehlt noch einer. Er muss zurück, denn ganz am Anfang der Bahn steht noch einer. Bis jetzt auf jeden Fall ist er bei 9. Achtung auf die Zeit. So, die Zeit ist abgelaufen. Keine Mannschaft hat also in der Zeit von 1 Minute 30 alle Luftballons zerstört. Es wird also hier die Zahl maßgebend sein in der Zeit von 1 Minute und 30. Und wir können aufschreiben. Ja, wir können schon schreiben. Für Deutschland 9 Ballons. Deutschland 9. Für Holland 8. Holland 8. Und Italien 7. Und Italien 7. Das ja, ist also der erste Durchgang gewesen. Und wir können uns nun auf den Schauplatz für den zweiten Durchgang begeben, an dem nun die drei anderen Mannschaften teilnehmen werden. 9 Punkte also für Deutschland, 8 für die Niederlande, 7 Punkte für Italien. Soweit also das Ergebnis aus dem ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang spielen dann Belgien, Frankreich und die Schweiz. In der Zwischenzeit müssen die Ballons neu aufgereiht werden. Und wenn es dann alles fertig präpariert ist, dann geht es weiter im zweiten Durchgang in diesem Spiel bei Camillo Felgen. Ja, inzwischen sind die Ballonreihen dann wieder aufgerückt worden für den zweiten Durchgang. Eben werden noch die Schilder gewechselt, wer an diesem zweiten Durchgang teilnimmt. Belgien, Frankreich und die Schweiz. Und zwar von links nach rechts. Gut. Achtung! 3, 2, 1. So, wollen wir mal sehen, ob sie es besser machen. Da liegt schon mal einer fast auf dem Rücken. Aber jetzt erfolgreich. Schweiz und Belgien gleich auf. Jetzt führt die Schweiz. Und Frankreich kommt auch nach. Ha, mit so einem dicken Bauch springt sich auch schlecht. Ha, so kann man auf den Bauch fallen.
Der junge Belgier nimmt sich schön der Reihe nach, lässt keinen aus. Möchte den Rückweg also nicht noch einmal begehen müssen. Die neun von Deutschland sind also zu schlagen. Belgien inzwischen bei fünf. 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Belgien bei sechs. Oh, und jetzt geht die Schweiz vor. Sie werden das Ergebnis, das beste Ergebnis des ersten Durchgangs wahrscheinlich Achtung. Nicht erreichen. Es fehlt noch einer bei der Schweiz. Wird sie es schaffen? Fast wäre es geschehen, aber jetzt ist die Zeit um. Der junge Belgier schmeißt sich hier schnell noch ins Netz rein, um ein kleines kühles Bad zu nehmen. Naja, ich glaube schon, dass das anstrengend sein kann, mit solch einem dicken Bauch hier über solch ein Netz zu springen und gleichzeitig auch nach oben zu schauen und mit der Pickelhaube einen Luftballon zu erwischen. Aber ich glaube schon jetzt sagen zu können, dass also... Jetzt kommen die Resultate. Die Ergebnisse. Wir haben für Belgien 7 Ballons. Belgien 7, ja. Frankreich 5. Frankreich 5. Und für die Schweiz 8. Und für die Schweiz 8. Der Jubel dürfte Ihnen sagen, liebe Fernsehzuschauer, dass wir nun bei der Punkteverteilung gleich oben anfangen können, nicht? Für Deutschland 6 Punkte. Für Holland 5 Punkte. Holland 5 Punkte. Und die Schweiz 5 Punkte. Und für unsere Schweizer Freunde, die auf unseren Ton hier heute geschaltet sind, auch 5 Punkte. Da werden Sie sich garantiert zu Hause freuen. Jetzt für Italien 3 Punkte. 4 lassen wir also aus, ist klar. 3 Punkte für Italien. Belgien auch 3 Punkte. Ja, 3 für Belgien. Und für Frankreich 1 Punkt. 5 Luftballons und nur 1 Punkt. Ja, ja, nur so ist es mal. 6 für Deutschland, 5 für Holland, 5 für die Schweiz, 3 Italien, 3 Belgien und 1 für Frankreich. Und nun werden wir nach diesem zweiten Spiel zum ersten Mal unsere Anzeigentafel sehen, die uns das alles schön zusammengerechnet hat. Damit für unsere Freunde in Holland steht es 13 Punkte und erster Platz. Gelnhausen mit 12 Punkten jetzt am zweiten Platz. Und weiter zum Zwischenspiel. So, wir sind jetzt wieder im Zwischenspiel. Und beim Zwischenspiel haben wir jetzt die Mannschaft von Großbritannien hoffentlich startbereit. Es kommt also darauf an, dass jetzt möglichst viel Wasser in unseren durstigen Engländer hier gefüllt wird. Wollen wir anpfeifen? Achtung! 3, 2, 1... Übrigens, die Mannschaft aus Großbritannien, die aus Yarmouth kommt, ist die schlechteste Mannschaft gewesen in der nationalen Serie in Großbritannien. Und sie ist deshalb hier nach Berlin gereist, weil es nämlich in Großbritannien nur 6 für die internationale Serie gab, nur 6 Städte, die sich qualifizieren konnten. Und dann kam man auf die Idee, man nimmt einmal den schlecht platziertesten. Und die bisher beste Mannschaft ist Lowestoft und sie führt. Und beide Städte sind ganz nah beieinander gelegen. Und heute hat also nun Yarmouth geschworen, sie wollen die Schlappe wieder gut machen, die sie in der nationalen Serie in Großbritannien bekommen haben. Wie ist das Zwischenergebnis? Also wir haben noch 10 Sekunden. Ja, da kam also der Schlusspfiff und nun kommt es drauf an, ob hier genügend Wasser transportiert wurde. Ja, lieber zweimal gucken als einmal falsch, Guido. Völlig richtig. Also, dann können wir jetzt das Ergebnis bekannt geben für Großbritannien. 154 Millimeter. Donnerwetter, 154 Millimeter. Soweit also im Zwischenspiel jetzt das Ergebnis für Großbritannien.
Und wir kommen zum dritten Spiel. Wir befinden uns ja hier auf unserem Spielplatz im Territorium des Tiergartens. Der Zoo ist auch nicht allzu weit. Und im Berliner Zoo, da saß unser Pappmaché-Bildhauer und hat sich die Giraffen ein bisschen angeguckt. Und zwei seiner stolzen Exemplare möchten wir Ihnen hier nun vorführen. Zwei Riesengiraffen, die für Spiel ohne Grenzen gebaut worden sind. In drei Durchgängen wird dieses Spiel gespielt. Und ich darf Ihnen vielleicht einmal die Teilnehmer des ersten zeigen. Das ist eine Mitspielerin aus Saint-Malo. Saint-Malo, ein französischer Ort in der Bretagne. Und aus den Niederlanden. Und Sie müssen nun versuchen, Ringe auf den Hälsen der Giraffe unterzubringen. Ich glaube, damit ist genügend erklärt und wir können anpfeifen. Also, Achtung! 3, 2, 1. Eins zu null für Frankreich, also. Eine Minute lang dauert dieses Spiel. Eine Minute haben Sie also Zeit, Ihre Zielsicherheit unter Beweis zu stellen. Bisher noch unentschieden. Hälfte der Zeit ist um. Fast synchron, aber dann ist der französische Reif doch noch nach unten gefallen. Jetzt eine leichte Führung für die Niederlande. 10 Sekunden. 10 Sekunden noch. Achtung! Achtung! Stopp, 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 stopp! Schluss! Nun wollen wir also die Ringe zählen. 7 für die Niederlande. Also 7 für Niederlande und 4 für Frankreich. Ich wiederhole noch einmal. 7 für die Niederlande und 4 für Frankreich. Danke, verstanden. Im ersten Durchgang 4 für Frankreich, 7 für Niederlande. Ganz gut. Ich bitte Sie dafür, etwas Verständnis zu haben, dass wir natürlich erst wieder die Ringe da von den Hälsen herunterholen müssen, damit alle unter gleichen Voraussetzungen hier werfen können. Im nächsten Durchgang haben wir also jetzt die beiden Mädchen aus Gelnhausen dabei. Und wir wollen vielleicht mal Winke-Winke zu euch nach Hause machen. Da drüben, in dieser Kamera, wo das Rotlicht brennt, da sitzen sie nun alle, die Gelnhausener, nicht mehr oder weniger im übertragenen Sinne, und drücken euch die Daumen. Gut, hier geht's also an den Start. Gelnhausen gegen Großbritannien im zweiten Durchgang. Eine Minute lang. Guido? Also Achtung, 3, 2, 1. Ich glaube, jetzt muss ich bestimmt nicht mehr mitzählen, sondern unser Berliner Publikum wird mir jetzt das Zählen abnehmen. Es sind 2. Hälfte der Zeit ist um. Ja, also nur jetzt nicht nervös werden. Noch 10 Sekunden. Achtung. Zeit. Tja, das hat vielleicht in diesem Spiel jetzt nicht so geklappt, wie man das gerne hätte. Also, Großbritannien 6. 6 für Großbritannien. Und 4 für Deutschland. 4 Ringe für Deutschland, für Gelnhausen. Das ist also bis jetzt ein letzter Platz gemeinsam mit Frankreich für Deutschland. Führung Großbritannien mit 7 und, nein, Holland mit 7 und Großbritannien mit 6. Und wir haben jetzt unsere beiden Spielerinnen aus Belgien und aus der Schweiz im dritten Durchgang. Eine Minute lang haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, das bisherige Zwischenergebnis zu verbessern. Ich drücke die Daumen für euch. Wollen wir mal sehen, ob es vielleicht einen neuen Rekord gibt. Also Achtung, 3, 2, 1.
Also jetzt kann ich nur noch hoffen, dass unsere belgische Mitspielerin endlich einen platziert. Und da ist es auch schon geglückt. Denn es ist doch zu traurig, wenn man hier übt, zwei, drei Tage immer wieder sich überlegt, wie wirft man den Ring am geschicktesten und dann wird es in der Sendung nicht klappen. Jetzt sogar für Sie ein leichter Vorteil. Achtung, die Zeit. 2:2 steht es. Ja, Achtung. 5 Sekunden. Gleich kommt der Schlusspfiff. Tja. 2:2 für Belgien, 2 für die Schweiz, 2. Ganz genau. Und dann kommen wir jetzt gleich wieder zur Punkteverteilung dieses Spiels. Wollen wir einmal sehen, wie Gelnhausen dabei abgeschnitten hat. Am besten die Niederlande. Niederlande mit 6 Punkte. 6 Punkte also für die Niederlande. An zweiter Stelle Großbritannien mit 5 Punkte. 5 Punkte für die Mannschaft aus Großbritannien. Dann haben wir zweimal 4 Punkte für Frankreich und 4 Punkte für Deutschland. Also ex aequo Deutschland, Frankreich jeweils 4 Punkte. Und dann 2 Punkte für die Schweiz. Und für Belgien, nicht? Und für Belgien natürlich auch 2 Punkte. Also 2 Punkte Schweiz, 2 Punkte Belgien. Jetzt schauen wir uns mal an, ob unsere Tafel schon gerechnet hat. Ja, da geht es ganz schnell in unserem kleinen Rechenzentrum. Spitzenreiter, also mit 19 Punkten, die Mannschaft aus den Niederlanden. Auf dem 2. Platz Gelnhausen mit 16 Punkten. Und wir wollen nicht vergessen, dass Alfen bereits den Joker gesetzt hat. Es ist noch alles drin. Ich gebe weiter zum nächsten Spiel. Und hier stehen wir nun an der Tafel zum Zwischenspiel und die Mannschaft aus Italien, Ancona, ist nun dran. Sie stehen schon oben zum Start bereit und werden nun versuchen, diese 1,5 Minuten zu rutschen. Erfolgreich natürlich für Ancona. Bitte schön, Gennaro. Attenzione, 3, 2, 1. Ancona, diese Stadt von 110.000 Einwohnern an der Riviera del Conero, mit ihren unermesslichen Kunststätten, ist Hauptstadt der Provinz Marken. Die Stadt liegt wie ein Ellenbogen in das Meer hinaus und dort geht der geografischen Lage entsprechend die Sonne sowohl über dem Meer auf als auch unter. Das große Einkommen der Stadt sind hauptsächlich Papier, Möbel und Musikinstrumente. Und wenn Sie jetzt auf der Treppe gelegentlich Mädchen mit Akkordeon stehen sehen, das ist auch eins der Instrumente, das dort gebaut wird. Und da ist sogar ein deutscher Wanderer dran schuld gewesen, dass die Akkordeons in dieser Gegend erfunden wurden. Er trampte nämlich mit einem komischen Instrument da vorbei und hatte nichts, um seine Zeche zu bezahlen, und ließ damals dieses Instrument dort, um seine Zeche zu bezahlen. Und daraus wurde nun das Akkordeon entwickelt. 15 Sekunden noch. Noch 15 Sekunden, nicht mehr ganz. Jetzt noch 10. Ich glaube kaum, dass es noch einer bis hier unten bringen wird. Achtung. Ja. Er kann nicht mehr rauf. Er ist nach dem Schlusspfiff gekommen. Ist ganz enttäuscht. Ja, schöne Dusche. Genau. 123. 123 Millimeter, also für Ancona, Italien. Das wäre also ein Mittelplatz sozusagen. In der Mitte zwischen Großbritannien und Frankreich. Großbritannien also beim Zwischenspiel bis jetzt in Führung. Und nun, liebe Fernsehzuschauer, kommen wir zum Berliner Bären. Aus dem Stadtzeichen der Stadt, der Bär, gleich zweimal für jedes Land vertreten. Und zwar ist das ein Tanzbär, der nun diese Riesenbälle vor sich herschieben muss. Beide Bären gehen übrigens über den Parcours. Und ich sehe gerade da, ganz außen rechts wird der Joker hochgehalten. Das wäre also der Joker für die Schweizer Mannschaft. Dann wollen wir mal sehen, wie die Schweizer Bären nun ihren Tanz über das Wasserbecken hier fertig bringen werden. Es ergibt doppelte Punktzahl für sie, auf jeden Fall. Es starten also 6 Mannschaften, und zwar von links nach rechts.
Großbritannien, Deutschland, Belgien, Italien. Dann haben wir auf der fünften Stelle Frankreich und die Schweiz ganz rechts. Achtung, attention, attention. 3, 2, 1. Im Moment Deutschland und die Schweiz fast gleich. Großbritannien etwas abgeschlagen als letzter. Na, der geht ziemlich robust mit seinem Ball um. Wenn es nämlich einen Wassersturz für den Bären gibt, dann muss er mit seinem Ball wieder an den Start zurück. Aber der zweite Bär bleibt gleich starten. Gleich kommt der deutsche Kandidat aufs Podium mit seinem Ball. Jetzt wird der Schweizer von dem Belgier überholt. Und jetzt darf der zweite deutsche Bär starten. Er hat es also einmal schon geschafft, aber noch ist nicht alles gelaufen. Denn zwei Bären müssen mit ihrem Ball auf dem Podium sein. Jetzt kommt der Kandidat aus Belgien gleichzeitig mit dem Schweizer. Der zweite Schweizer und der zweite Belgier starten. Der zweite Belgier kommt sehr stark auf, sehr vorsichtig, der zweite deutsche Kandidat. Großbritannien als letzter im Moment. Und der Franzose geht auf allen Vieren und schiebt seinen Ballon jetzt vor sich her, kommt jetzt an. Und als letzter geht der erste Bär aus Italien drüber. Als vorletzter, Großbritannien ist noch im Spiel. Jetzt kommt der Belgier an den deutschen Kandidaten heran, überholt ihn. Noch ist er nicht am Ziel. Noch ein paar Meter. Jetzt ist der Belgier als erster übers Ziel. Der Schweizer kommt auch an und jetzt ist auch der deutsche Kandidat da. Auf der Strecke haben wir dann noch Frankreich, Italien und Großbritannien. Großbritannien im Augenblick als letzter, aber Frankreich in dieser zweiten Gruppe käme, wenn es so weitergeht, als Vierter an, Italien als Fünfter und Großbritannien Sechster. Aber jetzt kommt Großbritannien stärker auf, geht an den fünften Platz vor. Aber wir haben auch hier eine Höchstzeit, wenn diese Kandidaten... 30 Sekunden. 30 Sekunden, dann werden sie es vielleicht noch schaffen. Jetzt geht der Kandidat aus Großbritannien an dem Franzosen vorbei. Italien jetzt auf dem letzten Platz. Achtung, die Höchstzeit. Die Höchstzeit läuft ab. Großbritannien hat es geschafft in der Zeit. Frankreich auch, aber Italien wird das vielleicht nicht schaffen. Aber sie kommen ja sowieso auf den letzten Platz. So, damit ist die Höchstzeit abgelaufen. Und wir wollen nun mal sehen, ob sich das bestätigt bei unseren Schiedsrichtern, was wir so im Laufe des Gefechtes, unseres Bärentanzes hier selbst auch gesehen und beobachtet haben. Noch eine kleine kurze Beratung, genauer Vergleich der Zeiten. Alles gleich klar. Jede Mannschaft hat natürlich ihren Schiedsrichter zur Beobachtung und zur Zeitnahme. So, dann wollen wir schon mal für Guido Pancaldi anfangen mit den Zeiten. Mit Großbritannien. Ja. 2 Minuten 24. 2:24. Deutschland 1 Minute 35. 1:35. Belgien 1 Minute 31. 1:31 für Belgien, ja? Ja, Italien nicht angekommen. Italien nicht angekommen. Frankreich auch nicht. Auch nicht angekommen. Für die Schweiz 1 Minute 34. 1:34 für die Schweiz. So, dann können wir jetzt auch hier Übergabe der Kreide und Punktewertung. Belgien hat gewonnen. 6 Punkte für Belgien. Olivier Saint-Lambert, also 6 Punkte. Nachher für die Schweiz mit dem Joker 10 Punkte. 5 Punkte also mal 2 für den Joker, ergibt 10 für die Schweiz. 4 Punkte für Deutschland. 4 für Deutschland. 3 Punkte für Großbritannien. 3 Großbritannien. Und für Italien und Frankreich 1 Punkt. Je einen Punkt für Italien und Frankreich. Wir wiederholen nochmal. 6 für Belgien. 2 mal 5 sind 10 für die Schweiz. 4 für Deutschland. 3 Großbritannien. Und 1 Punkt für Italien. 1 Punkt für Frankreich. So, und jetzt die große Rechnung.
Wittenau weiterhin in Front mit 22, hat den Joker gespielt. Gelnhausen immer noch am zweiten Platz mit 20 Punkten. Und inzwischen hat Holland aber mit 19 Punkten sich inzwischen auf den dritten Platz vorgeschoben. Und nun zum Zwischenspiel. Im Zwischenspiel machen sich jetzt die Kandidaten aus den Niederlanden auf den Hosenboden. Ja, Achtung, 3, 2, 1. Also viel Wasser haben Sie bisher nicht verloren. Bisher 52 Millimeter und die Zeit? Genau Halbzeit, ja. Sekunden noch, wir geben wieder ein Zwischenergebnis. 130. Ja, wenn er jetzt noch sich wirklich beeilt, dann schafft er es noch, den letzten Eimer hier auszuleeren. Achtung. Ja, das wollen wir wirklich noch gelten lassen, denn beim Schlusspfiff hatte er ja bereits schon ausgeleert. Genau, genau. Ja, das nicht mehr. Ja, ein Raunen geht hier schon durch das Berliner Publikum. Neuer Rekord, 172 Millimeter für die Niederlande. Damit führen sie im Zwischenspiel. Und jetzt möchten wir Ihnen gerne eine Hühnerstaffette vorführen. Im ersten Durchgang haben wir Italien, die Niederlande und die Schweiz. Und ich möchte Ihnen sagen, dass hier Mädchen auf Rollschuhen versuchen werden, einen Parcours möglichst schnell zu überwinden. Das hier sind ganz starke Rollschuhläuferinnen. Eine von ihnen ist Weltmeisterin gewesen über 5000 Meter und die beiden anderen sind in der Nationalmannschaft der Italiener. Die Aufgabe besteht darin, für jedes Hühnchen 2 Rieseneier zu transportieren. Wir haben nämlich eine eigene Sorte von Hühnern, die legen gleich 2 Eier. Und zwar auf dem Rücken, über einen Parcours im Nest ablegen. Wer zuerst 10 Eier im Nest hat, der gewinnt. Und hier bekomme ich Besuch. Ein Joker wird gesetzt von Großbritannien. Also die Daumen drücken, dass der Joker nicht umsonst gesetzt ist. Aus Großbritannien der Joker. Es geht um Punkteverdopplung. Die Schweiz, die Niederlande und Italien. Guido Pancaldi, wir gehen aus der Bahn und gleich kann es losgehen. Achtung bitte. Achtung, 3, 2, 1. Tja, leider ist sie hingefallen. Unsere Spielerin, unser Hühnchen aus den Niederlanden. Aber hoffentlich wird sie den Mut nicht verlieren. Es hat ja fast synchron geklappt. Alle drei haben es geschafft, 2 Eier in das Nest zu legen. Italien jetzt in Front. Die Anzahl der Eier ist jetzt bei allen gleich. 4 Stück für die Schweiz, für die Niederlande und Italien. Und jetzt etwa eine Viertelbahn Vorsprung für die Läuferin aus Italien. Vielleicht wäre noch zu sagen, dass bei diesem Spiel eigentlich sehr viele Spielerinnen ein bisschen Angst vor hatten, weil sie sich nicht trauten, recht zu bremsen. Und die deutsche Mannschaft hat sich also hier in Berlin noch einem Trainer gegenübergestellt, der ihnen lange Zeit beibrachte, wie man auf diesen Rollschuhen bremst. Das italienische Mädchen hat ein Ei verloren. Wenn ein Ei verloren ist, muss sie ein neues holen. Das heißt, Sie können jetzt eventuell dadurch etwas in Rückstand gekommen sein. Wie ist das Zwischenergebnis?
Also wir haben, das kann ich nicht sagen, zwei. Also Italien hat zwei Eier verloren. Und die Schweiz vier jetzt. Also die Niederlande, das kann man jetzt schon sagen, sind kaum mehr einzuholen. So viele Eier konnten sie bereits im Nest platzieren. Wenn alle regulär dort hineingekommen sind, Achtung, dann hat der schlechte Start doch noch ein gutes Ende gebracht. Wir befragen jetzt die einzelnen Schiedsrichter. Ja, wir haben also jetzt noch eine kleine Besprechung hier. Eine Besprechung der einzelnen Schiedsrichter, die nun genau kontrollieren wollen, wer hat gewonnen und gab es irgendwo vielleicht einen Haken in der Geschichte? Wie sieht es mit der Zeit? Wie sieht es aus mit der Eierplatzierung? Ich sehe, da kommt in der Zwischenzeit ein Trainer herbeigerannt, aber er hat keinen Einwand, also dann ist ja alles in Ordnung. Also, wir haben die Schweiz, ja? Über die Zeit, Italien auch und Niederland 1,32 Sekunden. Gut, also für die Niederlande klarer Vorteil. 1,32 die Zeit für die Niederlande. Die beiden anderen Mannschaften konnten die Aufgabe nicht erfüllen in der Zeit. Tja, dann schnell zum zweiten Durchgang. Jetzt ist Gelnhausen dabei auf der Innenbahn gegen Frankreich und Großbritannien. Also Achtung, 3, 2, 1... Großbritannien führt und da ist leider auch für Gelnhausen eins daneben gegangen. 4-3-2, soweit das Zwischenergebnis. Wie viel Zeit haben wir noch, Guido? Also, eine Minute laufen wir. Noch eine Minute Zeit. Halbzeit jetzt also. Die Hühner aus Großbritannien liegen in Front. Ja, und da gab es einen Sturz bei der französischen Mannschaft. Da wollen wir gleich ein bisschen nachhelfen. Großbritannien, 1 Minute 21 Sekunden. Großbritannien hat also die Aufgabe erfüllt in 1 Minute 21 Sekunden. 15 Sekunden noch. Wir warten jetzt noch darauf, dass die anderen Mannschaften ebenfalls in der vorgegebenen Zeit dieses Spiel zu Ende führen können. Wir erinnern uns, im ersten Durchgang hat es überhaupt nur eine Mannschaft geschafft, die Aufgabe zu erfüllen. Und mal sehen, ob es besser war im zweiten. Wir haben Frankreich mit 1 Minute 45 Sekunden. 1,45 für Frankreich. In Deutschland außer Höchstzeit. Deutschland also nicht gewertet, außerhalb der Zeit. Und dann fehlt uns noch ein Ergebnis. Großbritannien. Großbritannien habe ich vorher gesagt, 1 Minute 21 Sekunden. Klar, Bestzeit, 1 Minute 21 Sekunden für Großbritannien. Und damit Punktverdopplung, 12 Punkte. Zweimal 6 Punkte, 12 Punkte. Das ist also das Beste, was passieren konnte, 12 Punkte durch den Joker. Dann Holland. 5 Punkte. 5 Punkte für die Niederlande.
4 Punkte für Frankreich. Für Frankreich 4 Punkte und alle anderen Mannschaften bekommen einen Punkt, nämlich die Schweiz, Italien und Deutschland. Diese drei Mannschaften haben die Aufgabe nicht erfüllt. Wir schauen uns jetzt die Zusammenrechnung an und wollen mal sehen, ob sich an der Platzierung etwas geändert hat. Wir sehen die drei Mannschaften, die den Joker gesetzt haben, an erster Stelle, besser gesagt in Führung. Alfen mit 24 Punkten vor Wittner aus der Schweiz mit 23 und vor der Großbritannien-Stadt Yarmouth auf Platz 3. Wo liegt Gelnhausen? Dritter Platz ebenfalls mit 21 Punkten. Wir geben weiter zum Zwischenspiel. Und nun startet die fünfte Mannschaft zum Zwischenspiel. Das ist die Mannschaft aus Woluwe-Saint-Lambert für Belgien. Zum Start bitte. Attention, 3, 2, 1. Und hier haben wir eine gute... Oh. Ganz besondere Art abzufahren. Und es gibt in Belgien drei verschiedene bekannte Woluwes. Aber Woluwe-Saint-Lambert ist ein Vorort von Brüssel. Mal schauen, was hier so passiert. Wir sind bei 70 etwa. Sekunden noch. Scheint also nicht so sehr viel zu werden. Sehr flotte Fahrt, aber nicht viel im Eimer. Aber hier kommt ein gewaltiger Guss. Naja, wir hätten es ja lieber mit Berliner Weiße gemacht, aber wären ein bisschen kostspielig geworden. Achtung, die Zeit. Gleich ist vorbei. Kommt noch einer auf einem Bein. Ja, so kann man auch mal lass werden, meine Herren Schiedsrichter. Ein kühles Bad kann auch nicht schaden. Ja, unglücklicherweise kam er zu spät. 125 ganz genau. 125 ganz genau. Das ergibt also... immerhin noch auf unsere Tafel 125 und einen dritten Platz im Moment. Dritter Platz im Moment, das schon ganz gut. Und wir gehen nun zu unserem nächsten Spiel aufs Wasser. Und zwar haben wir hier, wir haben ja schon vom Tiergarten gesprochen, haben wir hier eine Sammlung von Riesenfröschen. Diese Riesenfrösche werden nun auf allen Vieren über diese Inseln springen. Wichtig dabei ist natürlich zu sagen, dass auch noch, wenn der erste Frosch angekommen ist, ein zweiter auf die Reise geht. Und erst wenn der zweite gesund auf dem Podium ankommt, dann ist für die Mannschaft das Spiel zu Ende. Haben wir einen Joker? Wird ein Joker gesetzt auf der anderen Seite? Italien. Sie. Wir sind hier etwas weit entfernt. Italien spielt seinen Joker. Italien hebt den Joker hoch und setzt den Joker also auf dieses Spiel. Achtung! 3, 2, 1. Frankreich also hier auf der ersten Bahn. Beide gleich, alle drei gleich auf. Italien etwas im Vorsprung beim ersten. Fast gleichzeitig starten nun die zweiten Frösche, ein sehr schnelles Rennen, das Inselspringen. Aber hier ist es wichtig, dass mit den Händen, der Belgier hier, der war fast ins Stolpern gekommen und unser Frosch aus Holland kam als letzter da oben ans Ziel. Aber noch ist hier nicht alles gesagt, denn es wurde sehr streng darauf geachtet, dass jede Insel im Innern der Insel mit den Händen bei jedem Sprung berührt werden musste. Unsere Herren Schiedsrichter haben sehr streng darauf geachtet. Ich bin mal gespannt, ob nun da keiner der Frösche einen Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall ein Riesenrennen. Und hier kommt nun im Spurt Gennaro Olivieri an. Und was haben wir? Frankreich ist eliminiert. Frankreich ausgeschieden. Haben die Insel mit den Händen nicht berührt. Haben die Insel also mit den Händen nicht berührt. Gut. Italien, die Zeit 25 Sekunden.
Italien 25 Sekunden. Und Holland 29 Sekunden. Und Holland 29 Sekunden. Das war also der erste Durchgang. Bereit nun zum zweiten Durchgang die nächsten drei. Und zwar auf den Bahnen haben wir Großbritannien links, Belgien in der Mitte und Deutschland auf der rechten Bahn. Achtung! 3, 2, 1. Belgier geht vor, kommt als erster und gestürzt ist der Frosch aus Gelnhausen. Er kommt nicht mehr hoch. Jetzt springt er weiter. Noch ist nicht alles vorbei. Jetzt kommt er aber ziemlich abgeschlagen. Falls also keiner der Frösche in diesem zweiten Durchgang einen Fehler gemacht hat, dann dürfte das für Gelnhausen einen nur vorletzten Platz bedeuten in der allgemeinen Liste. Ob alle gewertet wurden? So, das letzte Ergebnis ist da. Keine eliminiert, keine ausgeschieden? Ja, ja. Belgien ist eliminiert. Aha, Belgien nicht berührt. Haben auch nicht berührt, ja. Also Belgien hier war auch ausgeschieden. Klar. Großbritannien, 28 Sekunden. 28 Großbritannien. Deutschland 36. Deutschland 36 Sekunden. Nun wollen wir sehen, bei zwei Ausgeschiedenen ist für Deutschland ja doch noch was drin. Dann Italien hat den Joker gespielt und auch gewonnen. Dann 12 Punkte für Italien. 6 Punkte mal 2, das werden 12 für Italien. Und 5 Punkte für Großbritannien. Ja. 4 Punkte für Holland. Ja. 3 Punkte für Deutschland. 3 für Deutschland. Und für Frankreich 1 Punkt, Belgien 1 Punkt. So, wir wiederholen. 12 Punkte also für Italien mit dem Joker. 5 für Großbritannien. 4 für Holland, 3 für Deutschland, 1 für Frankreich und 1 für Belgien. Na, auf unsere Zusammenrechnung bin ich aber jetzt gespannt. 4 Mannschaften haben den Joker gespielt. In Führung haben wir inzwischen Great Yarmouth mit 26 Punkten. Damit geht Großbritannien also in Führung. Und am zweiten Platz weiterhin Gelnhausen mit 24. Aber es haben aufgeholt Holland, Alphen an der Rhein mit 24. Oh, da ist noch was verändert worden, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen hier etwas gesagt. So wie unsere Anzeigentafel im Moment gestanden hat, es wird alles wieder verändert. Das Ergebnis hat sich also in folgendermaßen verändert, dass Holland an der Spitze steht mit 28 Punkten. Das war nur eine Stadtirrtum. Und am zweiten Platz wackelt jetzt auch noch was. Wer kommt am zweiten Platz mit 24 Punkten? Ja, Gelnhausen steht da, wollen wir sein lassen. Wir werden nachher im Laufe des Gefechtes noch einmal auf diese Anzeigentafel zurückkommen, die sich immer noch verändert. Zum Zwischenspiel. Im Zwischenspiel sind die Niederländer bisher in Führung mit 172 mm. Mal sehen, ob es die Schweizer besser machen. Also, Achtung, 3, 2, 1. Wir wollen mal schauen, ob es schon das erste Zwischenergebnis gibt. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Schweizer Fernsehzuschauer gespannt jetzt mitverfolgen wollen. 50 mm bisher. Hundertfünfzehn.
150, es bleiben noch 10 Sekunden, noch 5. Und bringt der letzte Eimer jetzt noch das Tüpfelchen auf dem I? Ob sie es geschafft haben, die Spieler aus Wittnau, im ganzen St. Galler Tal in der Schweiz, wird man die Daumen drücken. Guido untersucht das Ganze noch einmal. Schaut fast mit der Lupe genau hin. 177. Aha, es hat gereicht, liebe Gäste in der Schweiz. 177 Millimeter. Ja, ein verständlicher Jubel natürlich. 177. Es bleibt in diesem Spiel jetzt noch das Ergebnis von Gelnhausen abzuwarten. Und nun möchte ich Sie gerne mit ein paar Berliner Originalen im wahrsten Sinne des Wortes bekannt machen. Mit Berliner Größen. Belgien, die Niederlande, Frankreich, die Schweiz, Großbritannien und Italien werden hier auf einen ganz eigentümlichen Parcours gehen. Tja, und wenn ich von Berliner Originalen spreche, dann möchte ich vielleicht sagen, dass sie alle so aussehen wie der Berliner Eckensteher Nante, der an der Ecke steht und auf die Dinge harrt, die da kommen werden. Es wird Folgendes geschehen in diesem Spiel. In den Hosenbeinen steckt jeweils ein Spieler und beide werden nun versuchen, ihre Figur über den Parcours möglichst schnell zu bringen. Ein Joker wird gesetzt, der Joker der französischen Mannschaft. Saint-Malo setzt hier alles auf eine Karte. Gut, Guido Pancaldi, alles bereit? Ja, sehr laut. Achtung, 3, 2, 1. Und nun gehen sie also auf den Marsch, die dicken Männer. Einer ist schon zu Fall gekommen. Der Kandidat aus Belgien hat das Übergewicht bekommen. Jetzt bekommen sie eine Zigarre in den Mund gesteckt. Müssen wieder zurück. Lassen sich die Zigarre dann anstecken. Und müssen ein drittes Mal auf den Parcours und mit brennender Zigarre bis zum Ziel. Tja, Italien und Belgien hoffnungslos zurückgeschlagen. Frankreich geht in Front und geht in Führung. Und gewinnt dieses Spiel. Zweite die Niederlande, dritte Großbritannien und vierte die Mannschaft aus der Schweiz. Tja, und dann kann man nur noch sagen, dass die Italiener und die Belgier Pech gehabt haben in diesem Spiel. Sie kamen nicht bis zum Ziel. Ja, in diesen Nebelwolken hier von den brennenden Zigarren und in diesem Gewühl formiert sich gerade die Mannschaft aus Saint-Malo. Sie haben also zu Recht den Joker gesetzt. Den Joker, der Ihnen in diesem Spiel ganz bestimmt 12 Punkte brachte. Ich möchte aber nichts vorwegnehmen, sondern auf das Ergebnis des Schiedsrichters warten und bitte Guido Pancaldi zu uns an die Rechentafel zu kommen. Ja, da gibt es vielleicht noch irgendwelche Zeitprobleme. Aber wenn wir den Einlauf nehmen, dann gibt es keinen Zweifel daran, dass Saint-Malo hier in Führung gegangen ist. Guido, darf ich um die Zeiten bitten? Oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten? Ja, sehen Sie, da standen also unsere Figuren zu Anfang ganz gelangweilt herum, so als könnte überhaupt nichts passieren. Und jetzt wären wir froh, wenn was passieren würde. Ah ja, jetzt kommen die Schiedsrichter gleich zu zweit. Doppelt gemoppelt hält besser. Tja, liebe Berliner, ich hoffe hier auf dem Platz, Sie haben Verständnis. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, dass Sie dieses Rechenexempel mitverfolgen, indem Sie also hier nicht lärmen und pfeifen, dass es mal ein bisschen länger dauert. Vielen herzlichen Dank an die Berliner, die ein wirklich faires Publikum sind. Dankeschön. Also jetzt die Rangliste. Erste Frankreich. Frankreich also erste, ganz klar 12 Punkte durch den Joker für Frankreich. Zweiter ist Holland. Zweite sind die Niederlande. Großbritannien Dritter. Großbritannien Dritter. Vierte Schweiz. Schweiz Vierte. Und die anderen sind nicht angekommen. Italien und Belgien sind nicht ins Ziel gekommen, also etwa das, was ich Ihnen schon beim Zieleinlauf sagte. Nun wollen wir schnell die Punkte also verteilen. 12 Punkte für Frankreich. 12 Punkte für Frankreich. Und dann haben Sie zweite Stelle.
zweit mit 5. An zweiter Stelle die Niederlande 5 Punkte. Großbritannien 4 Punkte an dritter Stelle. 3 Punkte Schweiz. 3 Punkte für die Schweiz an vierter Stelle. 1 Punkt Belgien. Und für Italien und für Belgien nur 1 Punkt. Wir schauen uns jetzt wieder die Zusammenrechnung an und haben Alfen aus den Niederlanden mit 33 Punkten in Front. Vor Yarmouth aus Großbritannien, vor dem Schweizer Ort Wittnau und Gelnhausen jetzt auf Platz 4 mit 24 Punkten. Wir geben weiter zum Zwischenspiel. Dort entscheidet sich jetzt das Ergebnis, wenn Gelnhausen spielt. Während nun die Mannschaftskameraden hier auf dem Dudelsack das den Sieg der französischen Mannschaft aus dem vorhergehenden Spiel feiern, kommen nun die Kandidaten aus Gelnhausen auf die Rutschbahn. Sie werden nun versuchen, die Verspätung, die sie inzwischen erlitten haben, aufzuholen. Auf der Rutschbahn also Gelnhausen, Achtung zum Start. Achtung, 3, 2, 1. Hier kommt also der erste der Kandidaten aus Gelnhausen, Peter Hummel. Seine Kandidaten, seine Freunde nennen ihn die fleißige Biene. Na, hoffentlich ist er recht fleißig in diesem Spiel. Helmut Zülch kommt als zweiter an, der Bulle nennen sie ihn. Na, schön ran an die Bulletten. Günter Beck ist der dritte auf der Bahn. Und jetzt startet gleich oben der vierte im Bunde, Heimo Jordan, genannt der Unersättliche. Offensichtlich ist er auch hier unersättlich bei diesem Spiel. Es gilt manches aufzuholen. Gelnhausen, die Barbarossa-Stadt, blickt auf eine 800-jährige Stadtgeschichte zurück. Etwa 100 Schlachtenbummler sind auch hier auf dem Platz. Sie haben also die Reise nach Berlin unternommen. Aha, jetzt hören wir sie, unterstützt von Berliner Stimmen. Achtung, die Zeit. Die Zeit. Die Zeit ist abgepfiffen und nun wollen wir sehen, was das hier auf unserer Tafel ergibt. Es wird abgelesen, ganz genau im Winkel. Ganz genau für Deutschland, 160 Millimeter. 160 Millimeter für Deutschland. Oh, heißt auf allen Rängen. Und jetzt zur Punkteverteilung. Die Schweiz hat gewonnen 7 Punkte. Ein Spiel zu 7 gibt also für den ersten Platz 7 Punkte für die Schweiz. 6 für Holland. Deutschland 5 Punkte. 5 Punkte für Deutschland am dritten Platz. 4 Punkte für Großbritannien. 4 Großbritannien. 3 Punkte für Belgien. 3 für Belgien, geht ganz knapp hier. Italien 2 Punkte. Ja, 2 für Italien. Frankreich 1 Punkt. Und 1 Punkt. Das wollen wir mal ganz deutlich sagen. Die Schweiz also. 7. Da freut sich natürlich die Schweiz. 7 Punkte. Holland 6. Deutschland 5. 4 Großbritannien. 3 Belgien. 2 Italien und 1 Frankreich. Nun, jetzt wollen wir mal sehen, was denn unsere Zusammenrechnung ergibt. Wie hat sich die Situation jetzt dargestellt? Holland weiter in Führung mit 39, Großbritannien mit 34 am 2., die Schweiz mit 33 am 3. Platz und dann kommt Gelnhausen mit 29 am 4. Platz. Und wir gehen über zum letzten Spiel, meine Damen und Herren. Hier wird sich alles entscheiden. Und zwar haben wir hier 2 Jungs und 2 Mädchen und dazu 4 Gepäckstücke. Die müssen über unsere Bulette hinübergetragen werden. Bulette, eins der Kinder von Knautschke, ein Berliner Flusspferd, das sozusagen der Stammvater aller europäischen Flusspferde wurde. Trockenen Fußes müssen die Mädchen rübergebracht werden und auch die Gepäckstücke. Und das Spiel ist zu Ende, wenn der letzte Kandidat auf dem Flusspferd draufsteht und die Arme hochreißt. Wir sehen gerade Joker, die gesetzt werden, und zwar die Joker von Belgien, ganz außen links, und von Deutschland, Gelnhausen, auf der 4. Bahn. Zum Start, bitte. Attention, Achtung! Achtung!
Achtung, 3, 2, 1. Jetzt springen Sie hinein, nehmen das Mädchen auf. Sie muss auf Bulette aufsteigen. Dann folgt der Mann. Wollen wir nun Deutschland verfolgen? Er ist gleichzeitig mit dem Belgier ins Wasser gegangen, der Erste. Jetzt kommt aber bei Großbritannien das erste Gepäckstück schon rüber. Großbritannien mit dem ersten Gepäckstück schon auf der Passerelle. Die Schweiz kommt auch eben an. Bei Deutschland jetzt das erste Mädchen schon drüben mit dem ersten Gepäckstück. Wie bei vier anderen Mannschaften. Hier die Belgier haben eine ganz besondere Taktik, haben das Mädchen mit drei Gepäckstücken rübergebracht, haben also ganz schnell aufgeholt. Bei Deutschland steigt das zweite Mädchen jetzt auf, das zweite geht zurück und kommt an Land mit dem ersten Jungen. Jetzt steigt aber, es ist einer vor gewesen auf der vorletzten Bahn. Hatten wir schon einen Kandidaten oben, der Gelnhäuser hat, so wie wir es von hier aus verfolgen konnten, nur den zweiten Platz machen können. Aber noch ist zu sehen, ob keiner unterwegs einen Fehler gemacht hat, ob kein Mädchen das Wasser berührt hat, ob kein Gepäckstück ins Wasser gefallen ist. Denn das ist natürlich ein Grund, die Mannschaft dann auch auf den letzten Platz zu platzieren. Und nun steigen die ganzen Mannschaften auf. Springen vor Freude in das Wasser, das allerdings nicht sehr tief ist. Ja, ich würde sagen, die Schlacht ist jetzt geschlagen. Wir kennen nur die Ergebnisse noch nicht, aber schon kommt hier unser Sprecherteam angerast und es kann losgehen. Es gibt zwei eliminierte Mannschaften. Zwei Mannschaften wurden also an den letzten Platz gestellt, sehen Sie. Das sah also gar nicht so aus. Drei sogar, sagt Guido Pancaldi. Ja. Welche Mannschaften sind denn nun mal nicht mehr dabei? Also Italien, Holland und die Schweiz. Italien, Holland und die Schweiz sind also nicht dabei, stehen gemeinsam am letzten Platz. Und jetzt kommt der Joker bei Belgien, der Joker bei Deutschland. Jetzt sind wir aber gespannt. Meine Herren, wir sind ganz Ohr. Deutschland. Erster Platz für Deutschland. Zweiter Platz für Belgien. Zweiter Platz für Belgien. Dritter Platz für Großbritannien. Dritter Platz Großbritannien. Vierter Platz für Frankreich. Vierter Platz für Frankreich. Dann und nun die hin Punkte. Die Punkteverteilung. 14 Punkte. 14 Punkte für Deutschland mit dem Joker. 14 Punkte für Deutschland mit dem Joker. 10 Punkte für Belgien. 12 Punkte. 12 Punkte für Belgien mit dem Joker. Joker. Jawohl. Dann. 5 Punkte für Großbritannien. 5 Punkte für Großbritannien am dritten Platz. 4 Punkte für Frankreich. 4 Punkte für Frankreich. Und für Italien einen Punkt. Italien einen. Holland einen Punkt. Holland einen Punkt. Und die Schweiz einen Punkt. Und die Schweiz einen Punkt. So, das wollen wir noch mal wiederholen. Für Deutschland 7 Punkte mal 2 werden 14. Für Belgien 12. 6 Punkte mal 2 werden 12. 5 für Großbritannien, 4 für Frankreich, einen Punkt für Italien, einen Punkt für Holland, einen Punkt für die Schweiz. So, und jetzt wollen wir unsere letzte Rechentafel sehen, was denn dort nun steht, wer diesen Spiel gewonnen hat. Nach unserer Anzeigentafel, erster Platz für Gelnhausen, Deutschland mit 43 Punkten. Freude auf allen Rängen und wir wollen jetzt die Nächstplatzierten gleich sehen, meine Damen und Herren.
auf unserer Anzeigentafel. Sobald sie uns wieder gezeigt wird, können wir Sie hier auf dem Platz auch weiter informieren. So, da haben wir also den zweiten Platz für Holland, Alphen an der Rhein, mit 40 Punkten am zweiten Platz. Great Yarmouth mit 37 Punkten am dritten Platz. Die Schweiz Wittenau am vierten Platz mit 34. Woluwe Saint-Lambert, Belgien mit 32 am fünften Platz. Am sechsten Platz Saint-Malo, Frankreich mit 28 und mit 7 Ancona mit 23 am siebten Platz. So, meine Damen und Herren, das wäre jetzt die Möglichkeit für mich, mich von den Herren Sprechern der Schiedsrichter zu verabschieden. Allora, arrivederci Camillo a Verona. Arrivederci a Verona, Guido Pancaldi. Au revoir a Verona, in bocca al lupo. Au revoir a Verona, auf Wiedersehen, Gennaro Olivieri. Und nun wird uns natürlich auch noch unser Schiedsrichterkollegium vorgestellt werden, die oben nun dieses ganze Spiel geleitet haben. Herzlichen Dank, meine Herren, auch Ihnen. Und dann werden wir jetzt eine Anzeigentafel zeigen, meine Damen und Herren. Sie wird uns die Mannschaften zeigen, die heute in 14 Tagen nach Verona gehen werden. Denn inzwischen wurde ausgerechnet, welche Mannschaft dieses Spiel nun am besten bestanden hat. Für Belgien wird also Verviers in Verona sein, heute in 14 Tagen. Für die Schweiz ist es Bebe. Für Deutschland Rade vom Wald. Für Frankreich Aix-les-Bains. Für Großbritannien Great Yarmouth, die hier teilgenommen haben. Für Italien ist es Como und für Holland die heutigen Teilnehmer Alphen an der Rhein. Sie gehen nach Verona, das sind die Teilnehmer. Und nun, meine Damen und Herren, wird natürlich der Pokal überreicht werden, die Trophäe. Und zwar wird der regierende Bürgermeister Klaus Schütz an die Siegerin, die Vertreterin der Mannschaft aus Gelnhausen, den Pokal für heute überreichen, begleitet vom Intendanten des Westdeutschen Rundfunks, Herrn Klaus von Bismarck. Gratulation, Freude auf allen Rängen. Das Berliner Publikum hat natürlich jetzt hier den Platz besetzt und wir haben noch Mühe, durchzukommen. Ja, alles ist okay, meine Damen und Herren. Ich darf mich nun auch von Tim Elstner verabschieden. Lieber Tim, herzlichen Dank. Ja, wir wollen uns auch von unseren Zuschauern in der Schweiz verabschieden. Es reichte nur zu einem vierten Platz, aber ich hoffe, es hat Ihnen ebenfalls etwas Freude bereitet. Und wir sagen nun, wie gewöhnlich, an jedem Abend von Spiel ohne Grenzen für diejenigen, die noch aufbleiben wollen, einen schönen guten Abend. Für diejenigen, die schlafen gehen wollen, sagen wir eine schöne gute Nacht. Und dann vor allem auf Wiedersehen in 14 Tagen in Verona zum Finale. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.